für die Rieder. Da werden jetzt einige durchatmen im Stadion. Schauen Sie sich diese Jubelszene an. Bei den Fans Andreas Weidner verdutzt, aber natürlich versucht er sofort wieder seine Vorderleute aufzumuntern. Da kommt er rein in der 58. und 9 Minuten später. Dieser Schuss. So ist es entstanden. Er kommt an den Ball. Etwa 32 Meter, schätze ich jetzt einmal. Und eine Bogenlampe vom Allerfeinsten. Trifft den Ball mit links, voll über Andi Leitner hinweg. Wow! Wie aus heiterem Himmel.